Die Heuneburg, eine geheimnisvolle Kelten-Alemannen-Siedlung im Odenwald. Heute sind bei dem Bodendenkmal nur noch voll überwucherte Wallreste als Erdwälle bzw. Hügel im Wald zu sehen. Die Waldstruktur besteht aus Holz, Stein, Erde, Material. Hier eine Darstellung des Wallverlaufs nach Angaben vor Ort. Fazit: Die Natur hat alles überwuchert. Im Bereich der Toranlage sieht man am besten die Erdwälle als Überreste. Das Tor als Zangentor konstruiert, war der einzige Zugang zur Heuneburg. Zur Verstärkung der Verteidigung gab es an der geringsteilen Ostseite und der Südseite einen Graben mit einem Wall und vor dem Tor eine Torkammer.